Ja, lieber Herr Präsident Spuhn, verehrte Präsidiumsmitglieder, liebe Absolventinnen und Absolventen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Durch die freundliche Einführung von Herrn Spuhn haben Sie ja schon gehört, dass ich das Eintrittsgeld schon vorher bezahlt habe, um hier reden zu können. Und ich freue mich natürlich sehr, heute dann am 17. Juni hier sprechen zu können. Der 17. Juni ist freilich historisch betrachtet für einen Feiertag in gewisser Weise paradox. Einerseits feiern Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, Ihren Erfolg. Sie haben die erforderlichen Prüfungen mit Bravour gemeistert. Dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Allerdings war der mittlerweile schon mehr als 60 Jahre zurückliegende 17. Juni leider kein erfreulicher Tag in der deutsch-deutschen Geschichte. Im Gegenteil. An diesem Tag war der Volksaufstand in der ehemaligen DDR von der Sowjetarmee brutal niedergeschlagen worden. Dieser Aufstand, der sein Ziel seinerzeit nicht erreicht hat, war aber langfristig betrachtet durchaus wichtig als ein besonderes politisches Signal, das freilich erst später dann zur Wiedervereinigung führte. Bis 1990 war der 17. Juni in Westdeutschland stets ein Feiertag, der mit der vagen Hoffnung verbunden war, dass vielleicht doch eine Wiedervereinigung irgendwann gelingen könnte. Damals waren die Menschen mutig, sie haben etwas riskiert, sich gegen die kommunistische Diktatur gestellt und damit auch einen Anstoß für Veränderung gegeben, der erst Jahre später Wirklichkeit geworden ist. Die Welt, in der wir leben, die für den Philosophen Leibniz vor gut 300 Jahren noch die beste aller möglichen Welten war, ist auch heute nicht weniger als 1953 außerordentlich verletzlich. Allenthalben können wir beobachten, wie schnell sie in Gewalt, Krieg und Unterdrückung kippen kann. Mit der Ukraine-Krise ist der längst überwunden geglaubte Ost-West-Konflikt wieder aufgeflammt. Mit der Finanzmarkt- und Schuldenkrise geraten unsere Wohlfahrtsstaaten ins Wanken. Die europäische Integration hat nicht zuletzt durch den Brexit herbe Rückschläge erleiden müssen. Und mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump steht das über Jahre mühevoll errungene Pariser Klimaabkommen plötzlich wieder in Frage. Viel steht auf dem Spiel, Unsicherheit und Ungewissheit an allen Ecken und Enden. Wie oft schwanken wir auch selbst zwischen euphorischer Zuversicht und großer Begeisterung einerseits sowie Zukunftsängsten bis hin zum Erstarren vor lauter Schreckensszenarien andererseits. Jetzt haben Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, Ihr Studium beendet und vielleicht ist sich manche oder mancher von Ihnen ja auch nicht ganz sicher, wie es weitergehen soll mit dem Leben nach der Universität. Dennoch, ein gewisses Maß an Entschlusskraft und Entschlossenheit bildet die Voraussetzung für wahres Glück. Und vielleicht ist der 17. Juni, der ja heute Nachmittag in vielen deutschen Großstädten, unter anderem auch auf dem Opernplatz in Hannover, auf dem Pariser Platz in Berlin und so weiter, mit diskussions- und gastfreundlichen Tischen als ein Tag der offenen Gesellschaft für die Stärkung der Demokratie gefeiert werden soll, jetzt auch ein Tag, der praktisch ab heute neu erfunden wird. Entschlusskraft, Mut und Entschlossenheit beim Übertritt von der einen Lebensphase in die nächste oder auch bei verschiedenen Formen der Grenzüberschreitung, das ist mein Thema für die Rede heute Nachmittag. Grenzen nehmen wir nur allzu oft als das Ende von etwas wahr. Nur selten gelingt es uns, Grenzbereiche als Durchgangsräume, als Beginn von etwas anderem, vielleicht sogar etwas Neuem zu begreifen. Eine Grenze zu überschreiten ist oftmals mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Was kommt auf der anderen Seite der Grenze, im unvertrauten Territorium, auf uns zu? Wenn wir an ein Tor kommen und auf einen Wächter treffen, wie verhalten wir uns dann? Kein Schriftsteller hat diese mitunter durchaus existenzielle Situation prägnanter auf den Punkt gebracht als Franz Kafka in dem kurzen Text mit der Überschrift »Vor dem Gesetz«. Die meisten von Ihnen, besonders die Kulturwissenschaftlerinnen und Juristen, werden die Geschichte kennen. Es geht um einen Mann vom Lande, der um Eintritt in das Gesetz bittet. Doch davor steht ein Türhüter, der ihm einerseits zubilligt, eintreten zu können.
ihm andererseits jedoch vor Augen führt, dass dies mit weiteren Herausforderungen und noch mächtigeren Türstehern verknüpft sein dürfte. Der Mann wartet schließlich Jahr um Jahr, er ergraut und sitzt auf einem Schemel, bis schließlich sein Augenlicht schwach wird und er nicht mehr weiß, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob er nur noch eine Täuschung seiner Augen vor sich hat. Als er schließlich dem Tod nahe ist, rafft er sich auf und bittet den Türhüter um die Antwort auf eine letzte Frage. Zitat: Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist, und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er: Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Zitat Ende. Kafkas Parabel bietet vielfältige Möglichkeiten der Interpretation. Für heute mag es genügen, auf das Spannungsfeld von Entschlusskraft und Verunsicherung beim Übertritt in unbekanntes Terrain zu verweisen. Auch wenn wir heutzutage mittels moderner Kommunikationstechnologien in der Lage wären, manche der Behauptungen des Türwächters rasch zu verifizieren oder auch zu falsifizieren, so bleibt am Ende doch die Frage: Hätten wir den Mut, durch das erste Tor hindurchzugehen und gegebenenfalls durch weitere? Oder anders gefragt: Wie offen sind wir für den nächsten radikal neuen Schritt, wenn es gilt, Entwicklungschancen auszuloten oder dringliche Probleme zu lösen, indem wir die Ungewissheiten und Unwägbarkeiten eines noch unerschlossenen Territoriums erkunden? Liebe Absolventinnen und Absolventen, der rasante Umbruch durch digitale Technologien scheint uns eine Vision der allumfassenden Transparenz, der minutiösen Berechenbarkeit, der unbeschränkten Kontrolle und der computergesteuerten Sicherheit zu versprechen. Selbstfahrende Autos sollen künftig den Faktor Mensch und sein zu Fehlern neigendes Verhalten ersetzen und eine insgesamt ökologischere, bequemere und sicherere Mobilität ermöglichen. Fürsorgliche Apps und Smartwatches übernehmen die Aufsicht über unseren Gesundheitszustand. Sie zählen unsere Schritte, überwachen den Schlaf und entwickeln sich zu einer Art klinischem Labor an unserem Handgelenk. Pulsmessung, Blutfluss, Körperdaten jeder Art. Und dazu noch mehr oder weniger sanfte Hinweise, zum Beispiel mit Blick auf unser Tempo beim Joggen oder den perfekten Zeitpunkt aufzuwachen und den Tag zu beginnen. Die Sache ist mindestens ambivalent. Autonome Systeme sind tatsächlich geeignet, uns das Leben zu erleichtern, indem sie beispielsweise schwierige oder gefährliche Aufgaben für uns erledigen. Auch digitale und robotergestützte Assistenzsysteme bieten viele Vorteile, etwa in einer immer mehr auf Präzision angewiesenen Arbeitswelt oder gar zur Unterstützung körperlich belastender Tätigkeiten in der Pflege. Hier ergeben sich vielfältige Chancen und Möglichkeiten für eine produktive Gestaltung der Zukunft. Man darf bei all dem jedoch nicht vergessen, dass solche Systeme weitaus mehr sind als bloße Assistenzsysteme. Manche von ihnen sind mit derart empfindlichen Sensoren, vielschichtigen Vernetzungsmöglichkeiten und komplexen Algorithmen ausgestattet, die in kürzester Zeit auf riesige Datensätze zugreifen, sodass dabei der Mensch und seine Fähigkeit, selbstbestimmt zu entscheiden und zu handeln, immer mehr in den Hintergrund rückt. Er fährt nicht mehr selbst Auto, sondern wird gefahren. Die Smartwatch diktiert gesundheitsadäquates Verhalten. Korrelations- und indikatorenbasierte Algorithmen ersetzen beispielsweise die Polizeiarbeit. Gewiss, autonome technologische Assistenzsysteme und Big Data sind richtig eingesetzt, tatsächlich geeignet, die Komplexität unserer Welt besser verständlich zu machen. Vielleicht ist es aber auch so, dass alle Modelle sowie die ihnen zugrunde liegenden Berechnungen und Technologien, mit denen wir die Zukunft beherrschbar machen wollen, die Welt in Wirklichkeit nur noch komplexer und unbegreiflicher erscheinen zu lassen. Wir dürfen daher nicht den Fehler machen, unsere Verantwortung, unsere Zukunftsvisionen und Handlungsperspektiven endgültig an solche Technologien abzugeben.
Der Mensch muss der Handelnde und Entscheidende vor wie hinter diesen Maschinensystemen und Algorithmen bleiben, damit sie im wahrsten Sinne des Wortes Zukunftstechnologien sein können. Die mit einer offenen Zukunft verbundenen Ungewissheiten und Risiken müssen Sie alle oder wir alle freilich selbst annehmen und meistern. Nun ist es so, dass uns in unserem Alltag allenthalben Risiken und Nebenwirkungen begegnen, dass versicherungstechnisch gesprochen immer wieder die Frage aufgeworfen wird, wie verhalten sich Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit zueinander. Ich glaube aber, dass der Wunsch nach Berechenbarkeit und Sicherheit einerseits durchaus verständlich ist, aber hinter der Idee, alles und jedes minutiös berechnen zu können, womöglich doch eine Illusion. Ein Beispiel dafür, dass es uns bei weitem nicht immer gelingt, Risiken zuverlässig zu berechnen, ist die sogenannte Truthahn-Illusion, die der Psychologe und Risikoforscher Gerd Gigerenzer in seinem Buch mit dem prägnanten Titel Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, beschreibt. Stellen Sie sich nun einen Truthahn vor, der gefangen und fortan auf einem amerikanischen Bauernhof gehalten wird. Der Bauer, der seinen Käfig betritt, macht dem verunsicherten Tier mächtig Angst. Doch der Bauer bringt jeden Tag morgens, mittags und abends wohlschmeckende Körner vorbei. Der Truthahn betrachtet das zunächst skeptisch, wird sich aber von Tag zu Tag immer sicherer, dass ihm nichts Böses passieren wird, zumal die ihm angebotene Futtermenge stetig zunimmt. Und schließlich wird die Anzahl der Tage, an denen ihm nichts passiert ist und der Bauer ihn bestens versorgt hat, immer größer. Wenn das so weitergeht, gibt das für den Truthahn natürlich eine herrliche Aussicht auf wachsendes Wohlgefühl. Allenthalben sind solche Projektionen von der positiv verlaufenden Vergangenheit in die Zukunft bei der Risikoberechnung besonders beliebt. Ausgerechnet am Tag vor Thanksgiving dürfte jedoch die Gewissheit des Truthahns, dass ihm schon nichts zustoßen wird, am größten sein, aber genau dann wird er bekanntlich für das große Fest geschlachtet. Zur Ehrenrettung des Truthahns sollte ich vielleicht noch ergänzen, dass Herr Gigerenzer die Truthahn-Illusion jedenfalls in erster Linie bei Menschen und noch weitaus mehr als bei Truthähnen zu verankern findet. Hätte der Truthahn jedoch hinterfragt, warum er jeden Tag mehr gefüttert wird, hätte er womöglich andere Schlüsse ziehen können. Vielleicht hätte er doch hartnäckiger seine erste Intuition kurz nach der Gefangennahme verfolgen sollen. Wenn nicht das gute und regelmäßige Essen, um das er sich nicht selbst hat kümmern müssen, so angenehm gewesen wäre. Es war also nur eine vermeintliche Sicherheit, die all diese Annehmlichkeiten befördert hat. Klar ist, wir können nicht alle Risiken berechnen und beherrschen. Wir können Risiken und Ungewissheiten nie ganz vermeiden. Die Frage ist nur, wie wir richtig damit umgehen. Vielleicht lässt sich dem sogar etwas Positives abgewinnen, wenn man dem Dichter Erich Fromm folgt, der einmal gesagt hat, Ungewissheit ist gerade die Bedingung, die den Menschen zur Entfaltung seiner Kräfte zwingt. Aber wo genau finden wir die richtige Balance zwischen Vorsicht einerseits und dem wohlüberlegten Eingehen von Risiken andererseits? Der Philosoph Hans Jonas zum Beispiel betrachtet die Lage äußerst skeptisch und wittert vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Atomenergie durchaus zu Recht katastrophale oder gar apokalyptische Folgen hinter dem einstigen verheißungsvollen Technikkontext. Er plädiert in seinem Werk das Prinzip Verantwortung daher für den Vorrang der schlechten vor der guten Prognose und eine aus der Analyse von Risiken und Gefahren abgeleitete Verantwortungsethik ist seiner Meinung nach wie folgt definiert, ich zitiere, aus der Gefährdung geboren, dringt sie notwendig zuallererst auf eine Ethik der Erhaltung, der Bewahrung, der Verhütung und nicht des Fortschritts und der Vervollkommnung. Man solle daher, so Jonas, jedwedem Fortschritt mit Vorsicht begegnen. Aus meiner Sicht ist der von Hans Jonas vorgeschlagene Vorrang der schlechten vor der guten Prognose freilich eine viel zu rigide Grenze für unser gesellschaftliches Handeln. Ein solch strenges Vorsichtsprinzip kann wohl kaum ein geeigneter Nährboden sein für die originelle und kreative Suche nach neuen Erkenntnissen, nach Lösungsvorschlägen und Innovationen, die wir so dringend brauchen, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, bewältigen zu können. Aber es wäre sicher auch
keine geeignete Maxime für Ihr Leben, liebe Absolventinnen und Absolventen, dass Sie von nun an den Studienabschluss in der Tasche ganz selbst in der Hand haben, angesichts der vielen Unwägbarkeiten und Herausforderungen, die Ihnen begegnen werden, sind Kreativität, die Fähigkeit zum Umdenken und der von Herrn Spuhn bereits angesprochene Mut, neue Wege zu beschreiten, sicherlich die entscheidenden Schlüsselqualifikationen. Vielleicht lässt sich in dieser Hinsicht ja von einem berühmten Künstler wie Vincent van Gogh lernen, der gesagt hat, was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren. Doch neben Kreativität, Veränderungsbereitschaft und Mut ist sicherlich auch eine ganz nüchterne Risikokompetenz erforderlich, wie nicht nur die Risikoforscher meinen. Dazu gehört neben klaren Analysen und Interpretationen von Fakten und Statistiken, folgt man Gerd Gigerenzer gelegentlich auch, sich auf sein gesundes Bauchgefühl und seine Intuition zu verlassen. Gigerenzers Kollege Ortwin Renn warnt darüber hinaus vor einem besonders tückischen Risikotyp, nämlich dem tendenziell unterbewerteten systemischen Risiko. Systemische Risiken wirken global, sie sind eng vernetzt und wirken sich auf unterschiedliche Lebens- und Wirtschaftsbereiche aus. Sie haben oft keine linearen, sondern chaotische Ursache-Wirkungsketten und sie kommen schleichend daher. Ortwin Renns Buch trägt daher nicht zufällig den Untertitel »Warum wir uns vor dem Falschen fürchten«. Liebe Absolventinnen und Absolventen an der Leuphana, sind Sie auf die Bewältigung von solchen Risiken und Ungewissheiten, die Ihr künftiges Leben und Ihre Arbeitswelt bestimmen werden, sehr gut vorbereitet. Sie haben, dem Leitbild der Leuphana folgend, mit Ihrem Studium eine Menge an Überblicks-, Urteils- und Gestaltungskompetenz erworben. Sie haben gelernt, mit Komplexität umzugehen. Sie wissen, dass es mehrere Zugänge zu und Perspektiven auf ein Problem gibt und können interdisziplinäre Lösungsstrategien entwickeln. Sie haben gezeigt, dass Sie in der Lage sind, eigenverantwortlich und selbstgesteuert zu lernen, und Sie wissen, welche Auswirkungen Ihr Handeln auf die Gesellschaft hat. Sie sind darüber hinaus bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn Sie dies alles auch künftig richtig anwenden, werden Sie sicher nicht in die Falle der systemischen Risiken tappen oder bereits vor der Türe des Gesetzes kapitulieren. Und wenn Sie in Statistik gut aufgepasst haben, ergeht es Ihnen auch nicht wie dem armen Truthahn. Zumindest wünsche ich Ihnen das von Herzen. Dies alles haben Sie lernen können, weil Sie, anders als der Mann vom Lande auf Kafkas Erzählung, immer wieder Grenzen überschritten haben. Sie haben über die Grenzen Ihres jeweiligen Studienfachs hinausgeschaut. Sie haben sich auf andere Perspektiven eingelassen. Viele von Ihnen haben auch einen Teil Ihres Studiums im Ausland verbracht. Und Sie sind angeregt worden, über den Tellerrand der Universität hinauszuschauen und Fragen und Anliegen der Gesellschaft aufzugreifen. Das ist mutig, das ist offen für die Welt und das versetzt Sie in die Lage, auch künftig komplexe Herausforderungen zu bewältigen. Wenn Donald Trump an der Leuphana studiert hätte, wäre er vielleicht nicht auf die Idee gekommen, das Pariser Abkommen zu kündigen und wohl erst recht auch nicht eine Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen zu wollen. Und so mancher Befürworter des Brexit hätte sich vielleicht nicht von der demagogischen Idee verleiten lassen, Großbritannien könnte die Probleme dieser Welt besser alleine lösen als mit den anderen EU-Mitgliedstaaten. Renationalisierung und Abschottung durch Zäune und Mauern sind sicher nicht die richtigen Strategien, um globale Herausforderungen zu bewältigen. Vielmehr kommt es darauf an, immer wieder Grenzen zu überschreiten, auch und gerade in der Wissenschaft. Die Überwindung von disziplinären, institutionellen und nationalen Grenzen hat sich auch die Volkswagen-Stiftung auf ihre Fahnen geschrieben. Das gilt sowohl für Forschungsvorhaben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem arabischen Raum. Es gilt für trilaterale Partnerschaften zwischen Deutschland, Russland und der Ukraine. Und es gilt natürlich auch für Stiftungen selbst und ihre Zusammenarbeit, wie etwa bei Europe and Global Challenges, wo wir gemeinsam mit dem britischen Wellcome Trust, der schwedischen Reichsbankstiftung und der italienischen Stiftung Compagnia di San Paolo versuchen, sozusagen europäische und außereuropäische Wissenschaftler zusammenzubringen.
Das ist natürlich immer wieder eine ganz besondere Herausforderung, insbesondere wenn Wissenschaftler aus dem globalen Süden mit europäischen Wissenschaftlern zusammenkommen. Hier ist es natürlich ganz entscheidend, dass diese Forscherinnen und Forscher aus Afrika etwa frühzeitig in auch das Agenda-Setting des Projekts eingebunden werden und nicht lediglich als Messknechte eingesetzt werden. Liebe Absolventinnen und Absolventen, Sie sind, wie gesagt, gut vorbereitet auf das, was kommt. Lassen Sie sich nicht allzu sehr verunsichern, auch von Zukunftsszenarien nicht. Zukunftsszenarien sagen oft mehr über denjenigen aus, der sie erstellt, als über die tatsächlichen Entwicklungen in den nächsten 30 bis 40 Jahren. Bleiben Sie daher skeptisch gegenüber scheinbar zukunftsgewissen Prognosen. Misstrauen Sie dystopischen Schwarzmalereien ebenso wie allzu utopisch anmutenden Schönfärbereien. Bauen Sie ruhig des Öfteren auf Ihr Bauchgefühl und die durch Ihr Studium an der Leuphana erworbenen Überblicks-, Urteils- und Gestaltungskompetenzen. Und weil die Zukunft nicht zuletzt mit Blick auf das, was wir künftig wissen werden, immer offen bleibt, bleibt es uns auch nicht erspart, immer aufs Neue die Kluft zwischen unseren Wünschen, unseren Fähigkeiten und den Idealen zu überbrücken. Bei allen Berechnungen, Prognosen und Szenarien, die in der digitalen Welt modelliert, errechnet oder entworfen werden können, ist unsere Suche nach dem Glück doch immer wieder zufälligen Begegnungen unterworfen, die uns zu neuen Entscheidungen veranlassen. Manche Begegnungen treffen uns unerwartet, unvorbereitet und werfen uns aus einmal eingeschlagenen Bahnen. Auch wenn Sie sich dabei manchmal wie ein Spielball des Schicksals fühlen sollten, lassen Sie sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen. Sie haben mit Ihrem Studium das Rüstzeug für mutige, entschlossene und gestaltungsfreudige Entscheidungen erworben, die in die Zukunft gerichtet sind. Mein Rat zum Schluss: Verfolgen Sie hartnäckig auch die scheinbar unmöglichen Ziele. Wenn Sie diese nicht direkt erreichen sollten, gilt jedenfalls für mich auch der Satz, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und sollten Sie einmal tatsächlich scheitern, dann denken Sie an die Worte von Samuel Beckett, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre Zukunft und Ihren weiteren Lebensweg viel Erfolg und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus